Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zur nächsten Runde der Krokgar legendären Echsenmenschen-Kampagne. Und wie ihr seht, dieses Mal nicht nur mit Echsen, sondern auch mit Ratten. Ratten. Vielen, vielen Ratten, die in der letzten Runde den goldenen Turm überrannt haben. Schade, aber sie haben viele Verluste dabei erlitten. Ihr seht hier, diese Armee hier vorne ist schon extrem geschwächt, die dahinter auch schon sehr große Verluste erlitten. Auch die dritte Armee wurde zerlegt. Die hier vorne ist noch in guter Gesundheit, aber die hier ist auch ziemlich kaputt. Also die meisten Skaven-Armeen haben wir ordentlich beschädigt und die können jetzt eigentlich so gut wie gar nichts mehr anrichten. Den goldenen Turm, den brauchen wir jetzt eigentlich sowieso nicht mehr. Den haben wir sowieso nur dazu gebraucht, um Ritualressource zu produzieren. Und die ist momentan eh maximal, deswegen gar kein Problem, was das angeht. Tikukan wird mit Hilfe der Schlangenküste in der Lage sein, diesen Siprislik zu überrennen. Und der Tempel der Schädel, ja, seien wir ehrlich, im Tempel der Schädel müssen wir uns wirklich gar keine Sorgen machen, dass wir den Gegner aufhalten können. Ich meine, was ist das hier? Kaputte Viecher. Da kümmern wir uns am besten gleich drum, genau, denn warum nicht? Na, letzten Endes vergessen wir es sonst am Ende noch. Und interessanterweise ist der Gegner scheinbar gerade in der Tunnel-Netzwerkbewegung. Das heißt, wenn wir sie angreifen, sind sie sofort tot. Oh, das ist gut. Also ruf da. Ruf da. Eventuell müssen wir es gar nicht manuell machen. Genau, unser Gegner hat, so wie es aussieht, nur geringe Chancen. Wir können außerdem so ein paar wilde Kampfechsen beschwören. Er hat eine Artillerie, wir nicht, aber sieht nicht gut aus für unseren Gegner. Oh, automatisch. Obwohl wir es eventuell von Hand hätten machen sollen, damit ich Lust in die sehe, aber wohl. Ich glaube, das hätten wir kaum besser machen können, wenn wir es selber gemacht hätten. So, futtern wir die Gefallenen. Sie laufen weg. Wo laufen sie denn hin? Oh, ja, wo laufen sie denn? Oh, plus 5 Führerschaft im Kampf gegen Skaven. Sehr gut. Sehr gut. Was geben wir unseren Unsterblichkeit? Das ist vielleicht nicht schlecht. Der hat schon Level 22. Ich möchte nicht, dass er drauf geht. Können wir die Armee jetzt noch überrennen? Oder wird unser Gegner dann verstärkt? Wäre schon gut, die Gegner einzeln niederzumachen. Die Schlacht, die Armee ist schon nicht zu unterschätzen von ihrer Stärke her. Machen wir jetzt noch platt. Weg mit euch. Und 47 Kills bei Dikukan. Ah, nicht übel. Okay. Heiltrank. Oh ja. Den können wir gut gebrauchen. Obwohl das auch ziemlich gut ist. Rettungszauber 4% ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Oh, ermöglicht Giftattacken. Aber scheinbar hat er schon Giftattacken. Interessant. Ja gut. Egal, wir gehen zurück zur Schlangenküste. Wir müssen uns beeilen, damit wir rechtzeitig ankommen. Rein da. Schlangenküste hat auch eine Mauer. Super. Ich denke, na, vielleicht wird sich der Gegner wenigstens Einzug Zeit lassen, bevor er angreift. Aber mit diesen entleerten Truppen. Jetzt ist wirklich alles richtig schwach und entleert. Ich glaube, selbst wenn er damit angreift, werden wir unseren Gegner zurückschlagen können. Hoffe ich jedenfalls. Tempel der Schädel lassen wir noch einen Zug regenerieren, bevor wir hier in den Angriff gehen. Oh, hier sind noch mehr Skaven. Die machen mir eher ein bisschen Angst, aber sind nur normale kleine Ratten. Karak Zorn ist gut verteidigt. Gerade mit den Kroxigoren. Wir haben auch eine Mauer. Solange unser Gegner nicht einfach weitergeht zur nächsten Stadt, habe ich hier wenig Angst. Ach, na toll. Wasser des ewigen Lebens wird auch belagert. Aber wir wollten ja jetzt zuerst mit dieser Armee den Kampf zu den Skaven tragen. Und genau das machen wir auch. Und mit den Skaven meine ich die Zwerge. Ich weiß, das kann man leicht verwechseln. Beide sind klein und nervig. Unser Gegner hebt schon die nächsten Armeen aus. Aber das wird ihm nicht viel bringen. Oh. Oh, Belalia, das ist ja echt gut verteidigt.
Auge des Panthers dagegen nicht. Vielleicht wäre es sogar sinnvoll, zuerst das Auge des Panthers anzugreifen. Na, mal sehen. Mal sehen. Was haben wir hier? Vors Amboss sollten wir retten. Das war doch eine der Sachen, die wir unbedingt machen wollten. Sollen wir zuerst mal den Turm von Lysean überrennen? Oder sollen wir den in Ruhe lassen? Ne, wir können nicht weg, weil wir leider im Kampf mit unseren Gegnern sind. Dann hauen wir die kurz weg. So, minimale Verluste. Haufenweise Beute. Ist mir eigentlich egal. Mist. Egal was ich mache. Ach, wir setzen das Ding. Was soll's. Es gehört uns wenigstens wieder die Provinz. Und wir können Provinzboni einsetzen. Zum Beispiel öffentliche Ordnungsboni. Obwohl, die brauchen wir. Obwohl, vielleicht schon. Leider kommen wir jetzt nicht mehr hier raus. Und wir brauchen zwei Züge, bis wir bei Vors Amboss sind. Ach, Mist. Und dann laufen natürlich die doofen Dunkelelfen über uns drüber. Wie ärgerlich. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Ritual der Hochelfen? Und der Lehrmeister haben gerade ihr Ritual im Gange. Noch 18 verbleibende Runden, aber wir brauchen nur noch 17. Nach so wie es aussieht, können wir das gar nicht aufhalten. Weil das alles von hier hinten kommt. Ja, na toll. Na toll. Können wir irgendwas hinschicken, um das aufzuhalten? Möglich. Naja, da kommen wir nicht mehr rechtzeitig hin. Und, oh. Noch mehr Skaven. Oh nein, noch mehr Skaven. Die habe ich nicht gesehen. Crap. Crap, 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 crap. Ah. Ach so, und hier sind auch die Zwerge. Die Zwerge. Verdammt. Die können wir auch nicht in einer offenen Feldschlacht schlagen. Hier haben wir jetzt gerade auch diesen komischen Waffenstärke. Das ganze Waffenstärke-Problematik. Noch 8 Runden. Ich befürchte, das würde ein Problem werden. Ich glaube, die Festung der Morgendämmerung verlieren wir. Hier sollten wir allerdings eine Armee ausheben. Die kann dann einerseits gegen die Skaven vorgehen und vielleicht dann anschließend Festung der Morgendämmerung überrennen. Wieder zurückgewinnen, weil wir die wahrscheinlich verlieren werden. Na gut. Okay, wir brauchen einen neuen Kommandanten. Das kostet uns zwar 3200, aber unser Einkommen ist gut. Was nehmen wir hier mit? Führerschaft und Nahkampfangriff plus 2, das ist nicht schlecht. Nehmen wir lieber den, der ist ja schon in deutlich besserem Zustand. Her mit dir. Und wir rekrutieren. Hä? Keine gesegnete Brut da? Schade. Okay, wir nehmen Saurusse. Hier ist da doch ein paar große sind dabei, aber ja. Nehmen wir ein paar normale Saurus. 1, 2, 3, 4. So. Okay, beschädigtes Gebäude. Kaledors Ruhe und Tor sehr high. Schade. Wir reparieren das nicht, das wird wahrscheinlich eh gleich wieder von den dunklen Elfen geplündert. Siedlungsverbesserungen. Boah, das gehört jetzt alles diesen doofen anderen Hochelfen. Aber wir sind vor ihnen fertig. Puh, ich glaube Lothern würde ich gerne auf die nächste Stufe hochziehen. Das ziehen wir hoch. Im gleißenden Turm fangen wir an Geld zu verdienen. 180. Oder wir können schon Truppen hier bauen. Deswegen machen wir das zu einer Einkommensquelle.
Gut. Hier können wir leider nichts machen. Gegen die Zwerge und die werden uns wahrscheinlich überrennen. Die werden uns wahrscheinlich überrennen. Bauen wir auch die Mauer auf die nächste Stufe aus. Kommt zwar wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig, aber man kann ja hoffen. Gut, damit sind wir fertig. Gehen wir in den nächsten Zug und hoffen das Beste. Oh. Baratidan habe ich vergessen. Wie so oft. Ah, der Orden der Lehrmeister. Aber Moment, ich wüsste nicht, wie jetzt eine der anderen Fraktionen mich noch wirklich aufhalten sollte, mein Ritual zu beenden. Mehr Enge. Meringe. Meringe. Ein interessantes Wort. Hm. Na, schon interessant. So, jetzt im letzten Ritual, wie viele Probleme wir hier bekommen. Oh, oh, oh. Walls Amos bekommt Probleme. Ich glaube, in den Dunkelelfen hätten wir auch eine sehr interessante Kampagne gehabt. Ich muss zugeben, ich hätte eigentlich fast schon lieber mit den Dunkelelfen gespielt als mit den nächsten Menschen. Weil die eben noch so etwas andere Kampagnenmechanik haben. Aber das wird schon passen. Das passt schon. War auch so ganz nett. So, Echsenmenschen, was macht ihr? Zwei Armeen schickt ihr hierher. Oh. Oho. Sieht so aus, als wollen die Zwerge es wissen. Und greifen uns mit Dimzat und der Siedlungsgarnison an. Sollen wir den Kampf annehmen? Er hat ganz schön viele Fernkämpfer. 52 Waffenstärke. Wir sind bei 83. Wow. Haben nur 22 rüstungsdurchdringende Schaden. Unser Gegner bei 7. Paar Kampfechsen aus dem Hinterhalt. Ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Kampftruppen. Wir sind bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir haben deutlich mehr Kampftruppen und wir können außerdem noch wilde Kampfhexen von hinten beschwören. Dafür unser Gegner haufenweise Artillerie. Und die Karte ist ziemlich offen. Ich kann mich hier oben verstecken. Ja, warum nicht? Kämpfen wir den Kampf. Autsch, Entschuldigung. Seien wir ehrlich, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn wir uns zurückgezogen hätten. Aber jetzt ist es zu spät. Zurückgezogen, zurückziehen und dann gegen jede Armee einzeln kämpfen. Aber manchmal muss man es der KI einfach zeigen. Gut, wir warten noch ein bisschen ab. Obwohl, nee. Generell sind die Energiereserven gut. Leider ist die Verstärkung unseres Gegners hinter ihm. Das heißt, wir können sie nicht einfach so niedermachen. Schade. Und wir müssen auf unseren Gegner zulaufen, weil wir offensichtlich keinen Wald haben, der uns selbst schützt. Obwohl, wir können uns alle hier reinpacken und dann ist gut. Okay, dann warten wir auf unseren Gegner. Wie das allerdings aussieht im Detail und wie genau das ausgehen würde, erfahrt ihr in der nächsten Episode. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.